Treffpunkt. Reinhard Wolf berichtet. Im neuen Motorpark von Oschersleben gibt es an diesem Wochenende mit den Top Tens zum ersten Mal ein volles Rennprogramm. Herausragendes Ereignis dieser Breitensportserie ist die deutsche Tourenwagen-Challenge. Und dieser Mann, Markus Gedlich vom BMW-Team aus Gera, hatte sich für das letzte Zeittraining besonders viel vorgenommen. Er wollte von Rang 4 auf die Pole Position und den ersten Startplatz für das Rennen. Doch diese Rechnung schien nicht aufzugehen, denn Alex Kenker im weißen Golf GTI lag auch in der zweiten Trainingssitzung mit der schnellsten Runde bis kurz vor Ende an der Spitze. Bis dahin konnte sich Markus Gedlich mit einer schnellen Zeit auf Rang 3 verbessern. Er schonte die limitierten Reifen und in der letzten Runde fuhr er noch einmal voll. Bestzeit. Dieser Kurs hier ist extrem reifenmordend und wir sind sicher, dass wir mit unserer reifenschonenden Abstimmung und Handhabung hier am Wochenende sehr, sehr gutes Ergebnis nach Hause fahren können. Was dem Thüringer Team noch fehlt, ist ein Sieg. Der könnte morgen eingefahren werden. Beim großen